Sri Krishna ist nicht vor 5000 Jahren erschienen. Indische Götterbeschreibungen sind für gewöhnliche Menschen sehr verwirrend. Da tauchen Wesen mit grüner, roter oder eben blauer Hautfarbe auf. Manchmal mit mehreren Köpfen. Es werden Wesen beschrieben, die tausende von Jahren leben, in den Himmel fliegen und ihre äußere Erscheinungsform nach Belieben zu verändern vermögen. Es ist ebenso erstaunlich, wenn man von den Geweihten Krishnas erfährt, dass die innere Reflexion und das Gedenken an solche offenbarten Beschreibungen, Lila Katha, die Essenz der Theopraxis, der spirituellen Übung des Krishna-Bewusstseins darstellt. Vor einigen Jahren wurde ich an der Universität Zürich von einem Professor gefragt, ob ich denn wirklich an diese Beschreibungen glaube. Sind diese Beschreibungen symbolisch oder ist das wahr? Ist dies alles eine Allegorie, die ein etwas jenseits von Worten beschreibt? Oder glaubst du als Mensch mit einer Schulbildung effektiv an all diese vielköpfigen Geschöpfe mit vielen Armen, aus deren Nabel Lotusblumen wachsen? Ich habe mich dazumals geschämt, Ja zu sagen. Das ist aber eine wunderbare Frage. Die Frage muss jedoch in einen Zusammenhang gestellt werden. Wenn wir an etwas denken, dann tun wir das in Kategorien unserer Erfahrung. Wahrheit, Tatsache, Fiktion, Mythologie, Wirklichkeit, Symbolismus und wir glauben, eine genaue Vorstellung von diesen Denkkategorien zu haben. Aber all unsere Gedankenkraft und unser gesamtes Vermögen zu verstehen und all unsere Gedankenprozesse, unsere Standpunkte basieren auf Grundannahmen, die nicht wirklich sind. Am Anfang des inneren Weges steht deshalb immer die Einladung zur radikalen Entrümpelung unserer Vorstellungen und Denkmuster. Bhagavad Gita 2.11. Auf unserer Suche nach Begrenzung, die wir unseren Standpunkt nennen, suchen wir immer wieder nach Orientierungspunkten, nach Bezugsmöglichkeiten, nach Strohhalmen, an denen sich das Ich wieder festhalten kann. Somit wird Vertiefung verunmöglicht. Wir haben gar nicht gemerkt, wie das bedingte Ich die Begriffe wahr und unwahr für sich vereinnahmt hat. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Dieser Körper ist nicht das Selbst. Wir sind eine Seele, die keinen einzigen Berührungspunkt mit allen Erlebnissen und Erfahrungen in dieser Welt hat. Aber Tag für Tag, und dies seit unvordenklicher Zeit, identifizieren wir uns mit diesem Rollenspiel des Körpers und denken, wir seien Mann oder Frau, gesund oder krank, und wir glauben, wir würden älter werden. Die Seele wird nicht von Zeit berührt, aber weil dieses Denken angewöhnt ist, leben wir weiterhin außerhalb unserer Identität und dies bedeutet in einer verzerrten Wahrnehmung. Unsere Vernunft ist zusammengesetzt aus Ideen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Wir glauben, etwas zu besitzen. Das Ich hat alles in Besitz genommen. Meine Beziehung, meinen Partner, mein Kind, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Haus, meine Güter, meine Heimat, meine Welt. Wenn man innerlich das Gefühl hat, mehr zu wiegen als eine Feder, so trägt man eine Last, die einem nicht gehört, und erstickt unter dem Gewicht, das schwerer wiegt als ein Fels. Hat man sich selber wirklich schon einmal die Wahrheit darüber gesagt, wie man sich fühlt mit all diesem Besitz? Mit Sicherheit schwerer als eine Feder. Das Gefühl von Besitz ist völlig falsch. Aber diese Idee durchzieht unser Bewusstsein und unser Denken, und die Perspektive zur Wirklichkeit ist genau davon vernebelt. Isavasyam idam sarvam, Ishopanishad 1. Alles im gesamten Universum, mich selber inbegriffen, gehört Gott. Aber wir stellen Besitzansprüche und leiden an der Bewusstseinsverzerrung. Wir haben ein materielles Identitätsgefühl und denken,
Wir würden so viel tun. Aber Krishna erklärt in der Gita 3.27: Durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur werden alle Handlungen überall vollzogen. Wer vom Ich-Gefühl von Identifikation mit dem Körper verblendet ist, meint, er selber sei der Vollbringer einer Handlung. Die Erscheinungsweisen der materiellen Natur fluktuieren und kreieren unbegrenzte Blasen. Alle Phänomene der Zeitweiligkeit auf dem Ozean materieller Energie. Aber das verwirrte Lebewesen denkt, es sei selbst der alleinige Ausführer von Handlungen. Wir gleichen ein paar Strohhalmen, welche in einem großen Fluss vor sich hintreiben. Wie komisch wäre es, wenn sie denken würden, ich gehe nun hier oder dorthin und erreiche so viel, habe Errungenschaften und Gewinne, die ich für mich beanspruche. Illusionäre Wahrnehmung verunmöglicht aber den Einblick in die Realität. Wir denken, wir seien der Bhokta, der Genießer, und unser Leben sei für unseren persönlichen Genuss bestimmt. Dies ist das grundlegendste aller Missverständnisse. Krishna erklärt in der Gita, dass alle Tätigkeiten letztlich nur für seine Freude bestimmt sind, völlig unabhängig vom eigenen Freud und Leid, das dabei resultieren möge. Und nur in der tiefen Akzeptanz dessen und dem praktischen Applizieren dieser Erkenntnis ist Friede möglich. 5.29, 9.24. In den Religionen wird Gott meistens betrachtet als Schöpfer und Erhalter dieser Welt, dem keine separate Existenz jenseits seiner Schöpfung zugestanden wird oder welche zumindest nicht im Hauptfokus steht. Radha Krishna Bhakti setzt genau da an. Da ist Gott nicht mehr Schöpfer. Zwar durchdringt er alles, aber der Aspekt seiner Allmacht und Allgegenwart ist nur ein äußerlicher. Sein wahres Sein ist in Vrindavan. Dort, wo er geboren wurde, dort genießt er den Austausch der Liebe. Gott ist unendlich glücklich. Es geht nicht primär darum, Gott in sein eigenes Leben hineinzubeziehen, sondern vielmehr sich selbst in das Leben Gottes zu beziehen. Als der österreichische Schriftsteller Walter Eidlitz in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die indische Gottesliebe kennenlernte, sprach er von einer erstaunlichen und für den westlichen Menschen erschreckenden Theozentrik. Es geht um die Freude Gottes, unabhängig von seinem eigenen Wohl oder Weh. Und man ist selber nicht der Bhokta, der primäre Genießer der Welt und ihrer fluktuierenden Phänomene. Unser gesamtes Denken und unsere Weltwahrnehmung sind durchdrungen und zusammengesetzt von Denkweisen und Grundannahmen, die nicht real sind. Die Denkvorgänge sind konditioniert durch die materiellen Erfahrungen aus unzähligen Leben. Im täglichen Leben bemühen wir uns, frei von Vorurteilen zu sein. Aber jeder einzelne Gedanke, der sich in diesen Bahnen bewegt, ist nichts anderes als ein Vorurteil. Wenn nun jemand fragt, ob dieses Krishna-Lila, die Gespräche über Krishna, Mythologie und Allegorie seien oder ob es wahr sei, dann müssen wir zuerst die gesamten Kategorien des Verständnisses von Wahrheit grundlegend in Frage gestellt werden. Sind all die Ideen, welche man in seinem Geist trägt, wahr? Wir haben unsere Erfahrung der Zeit, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Sri Krishna erklärt in der Gita 2.16: Es gibt keine Existenz in dem, was vergeht. Zeitweilige Dinge existieren nicht. Und nie hat es in Existenz gegeben, von dem, was ewig ist. Im Alltagsbewusstsein orientiert man sich aber praktisch die ganze Zeit am Nicht-Ewigen und ist aufgewühlt an vorbeiziehenden Phänomenen und deren Bewertungen. Ist Krishna-Lila wahr? Was ist das Verständnis von wahr, welches die Person in sich trägt?
Es sind Ideen der Verbindung mit dem Zeitweiligen, die gemäß Sri Krishna eben nicht existieren, also nicht wahr sind. Krishna Lila ist nicht Allegorie, da es ein Hereinbrechen der Ewigkeit in unsere Welt hinein ist. Und es ist auch nicht Historie, da es nie im Fluss der materiellen Zeit stattgefunden hat. Als ich vor vielen Jahren in Vrindavan war, erlebte ich starke Gefühle der Ergebung. Als ich mich erinnerte, dass Sri Krishna hier vor 5000 Jahren erschienen sei. Sadhus haben mich dann belehrt, dass Krishnas Lila nie stattgefunden hat im Fluss der materiellen Zeit, der weltlichen Geschichte und Krishna nicht vor 5000 Jahren hier auf Erden gewesen sei. Es machte mich traurig zu hören, dass es also gar nicht stattgefunden hatte. Sie sagten dann weiter: Krishnas Lila findet ewig statt, in jedem Moment, gerade jetzt, denn es ist ewige Realität. So wie jeder Moment unseres Lebens vorbeigeht und irreversibel der Vergangenheit angehört, so ist Krishnas Lila nie vorbei, sondern jeder einzelne Moment im Krishna Lila bleibt ewig bestehen. Krishnas Geburt ist der Einbruch der Ewigkeit inmitten unserer Zeit hinein. Es ist nicht staubige Geschichte, sondern ewige Realität. Und es wird zugänglich, wenn man von verwirklichten Heiligen darüber hört. Sri Krishna Janmastami ist das Fest, in welchem man sich nicht nur an Krishnas Erscheinen erinnert, sondern auch an seine eigene Zugehörigkeit zur Ewigkeit feiert. Die Teilnehmer des Festes werden zu Zeitgenossen des mystischen Ereignisses. Anders gesagt, sie treten aus ihrer historischen Zeit heraus, heraus aus der Zeit, die sich aus der Summe der profanen, persönlichen und zwischenpersönlichen Ereignissen konstituiert, und finden zurück in eine primordiale Zeit, die immer dieselbe ist, die Ewigkeit ist. Der religiöse Mensch mündet anfänglich periodisch in den Zeiten der Meditation oder den heiligen Festen in diese heilige Zeit ein, die nicht abläuft, sondern die die im gewöhnlichen Leben oft ausgeblendete ewige Gegenwart ist, eben Wirklichkeit. Alles verdankt seine Existenz Gott. Der Ursprung von allem, auch von unserem Leben, ist religiös. Das heilige Fest bewahrt einen davor, das effektiv Wesentliche nicht in Vergangenheit geraten zu lassen. Es ist die Erinnerung daran, dass die Existenz ein Geschenk Gottes ist. Das Fest stellt die sakrale Dimension unseres Lebens wieder her, der in der Turbulenz der Alltagsarrangierungen in Gefahr ist, ausgeblendet zu werden. Das heilige Fest ist eine Rückkehr an ein Ereignis, das Erscheinen Gottes innerhalb seiner eigenen Schöpfung, welches nichts Historisches hat, sondern Ewigkeit ist. Das Bedürfnis des Menschen, diese heiligen Ereignisse in seinem Leben zu wiederholen, wiederzubeleben, entspringt seinem Urbedürfnis, das alles Bestreben durchzieht, die Nähe zu Radha Krishna. Im Fest bricht Krishnas Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Fest ist Unterbrechung der Arbeit, des Nutzbringenden, des Kalkulierbaren. Das Fest ist zeitlos und zweckfrei. Darin werden wir herausgehoben aus dem bloßen Funktionieren, aus der Hektik des Alltags. Das Fest ist gekennzeichnet von Mühelosigkeit und Leichtigkeit und vermittelt so eine Ahnung des Lila. Wenn das Zentrum von allem nicht in der zentralen Ausrichtung seines eigenen Bewusstseins ist, dann wird die Gestaltung der Feste künstlich und eine noch atemlosere Form der Arbeit. Das zentrale Anliegen des heiligen Festes ist Erinnerung an Sri Krishna. Was ist der Effekt der Erinnerung daran? Alle Misskonzepte, die der Mensch in sich trägt, die Idee, etwas zu besitzen, der Glaube, Dinge zu kontrollieren, die Identifikation mit dem Körper
und den Gedankenstrukturen, in welchen man glaubt, man existiere innerhalb der materiellen Zeit und sei der Genießer der Umstände, werden aufgelöst.